Ich bin aber auf jeden Fall der Meinung, dass Craft Attack Season 2 unausweichlich für mich ist, weil ich bin der Meinung, dass Craft Attack Season 2 definitiv kommen wird und ich mich auch unheimlich darüber freue. Ihr könnt mir das hier einfach mal in die Kommentare mit einem Kommentar oder einem Daumen zeigen, ob ihr darauf Bock habt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da! Schon wieder! Schon wieder! Warum? Warum? Ich wollte eine themenbasierte Folge und du hast wieder so einen Stress. Gib mir meine Rüstung zurück, du Wichsknüppel! Ja, meine lieben Young Guests, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir, dem lieben Dena. Und mit dabei sind Klängen und Hallo. Skate. Hallo. Skate, wo bist du? Ich fand es einfach wieder lustig, eine Ansage zu klauen. Wir spielen weiß wieder gemeinsam Craft Attack und die beiden Ficker dachten sich so, wir waren lange nicht mehr außer Haus, gehen wir doch mal den Revi besuchen, das machen die jetzt und aber wir müssen uns beeilen, weil Klängern muss um 8 schon wieder ins Bett. Richtig, richtig. Und wir haben ja schon 6:30, deshalb wird Stimmt. das ein bisschen kritisch. Scheiße. Ich werde nämlich jetzt, wie versprochen, an meinem Haus ein bisschen die Einrichtung machen und jetzt wollte ich dich gerade runter. Wer? Das ist richtig asozial von euch beiden, wisst ihr das? Das ist richtig asozial. Ich hab so das Bedürfnis, ihn Nein. zu töten. Nein, in Markthausen sind alle miteinander friedlich, außer ich und Rotpilz, weil der ein Hurensohn ist und schon wieder nicht mehr. Übrigens, schreibt mal bitte Rotpilz in die Kommentare, was ihm einfallen würde, dass Dragon Ball Z wichtiger ist als ich, ja. Finde ich ein bisschen traurig, Felix. Bin ich echt enttäuscht von dir, wirklich. Schreibt mal bitte Hashtag Revi ist enttäuscht bei Felix in die Kommentare. Weil, ganz ehrlich, das geht so nicht, ja. Der Junge sagt und so oft auf Twitter, dass es in die Dinger, dass es in die Trends kommt. Ja, genau. Alle mal in den Twitter-Chart schreiben, Hashtag Revi ist enttäuscht von dir. Und ja, Felix, also nochmal sehr schade darum, dass du tatsächlich lieber eine Cartoon-Serie, die du jederzeit gucken kannst, mir vorziehst, aber Scheiß Felix. Ich komm damit klar. Boah ey, also das ist schon hart. Ich komm damit klar. Skate, wo bist du? Bist du irgendwann, ich bin vorausgelaufen. Ja, aber ich weiß nicht, wohin, wo. So, hätte ich Freunde. Da, okay. Da. Wo? Ich baue jetzt erstmal. Gib mir meinen Pfeil wieder. Ja, ich geb den anderen. Ich bin, wie gesagt, gerade dabei, meine Hausgemeinschaft ein wenig zu unterstützen, da ein bisschen einzurichten. Habe schon ein paar Sachen zur Einrichtung gefahren, wie ihr seht, und werde da jetzt tätig werden. Es gibt so ein paar Sachen, die ich gerne ansprechen würde, das mache ich aber gleich. Erstmal werde ich die beiden Ficker hier oben begrüßen und warten, bis sie da sind. Hier ist Marc, ich mache einen Screenshot. Du willst doch nur meinen Scheiß. Marc, hier, ich bin hier. Wie mache ich denn? So. Du willst Marc. Doch nur meinen Scheiß Leder haben, Revi, gib's doch zu. Ja gut, hat er jetzt gesagt. Wir haben vor der Aufnahme uns gesagt, wir rutschen nicht schon wieder in den InScope-Stil ab, aber wahrscheinlich werden wir uns eh nicht dran halten können. Also, Skate, gib mal bitte das Lader. Gib mir eine Enderchest. Ich hab das in Enderchest gelagert. Skate, hier, nimm diese Hose, die schenke ich dir, verpiss dich. Hallo. Nee, mit dir rede ich nicht. Komm schon. Nee. Wow, schmeißt der mir eine halb kaputte Hose, ey. Das heißt, die ist nicht mal halb kaputt, die ist sogar fast ganz kaputt. Heul doch! Ach, da oben. Kleine Schlampe. Okay. Mach erstmal eure Enderchest kaputt. Halt die Fresse, wir werden so gefickt. Wo mach seid mal, ihr? Mach mal bitte nicht den Miesen hier. Ja, guck mal hier. Du stehst doch so auf Leder. Oh, das ist sexy. Und Peitschen und so. Oh, das ist richtig sexy. Manchmal werfe ich sogar Säcke hinterher. Oh yeah. Und es war einfach wieder klar, dass Klänge der Geisteskranke. Und warum liegt hier Weizen rum? Und wieso habe ich keine Maske an? Und wieso bläst mir eigentlich niemand ein? Du wolltest mir doch einblasen dafür, dass ich das Zeug mitbringe hier. Ja gut. Nee, tatsächlich mal gar nicht so. Freunde, es gibt folgendes Thema, was ich gerne ansprechen würde, ja. Ihr seht es auch schon oben im Videotitel. Craft Attack ist ja im Moment ein bisschen kritisch, weil ihr merkt vielleicht, im Moment nehmen nicht gerade viele Leute auf. Deshalb geht es mir persönlich darum, also mir geht das generell unheimlich gegen den Strich, dass im Moment so wenig Aktivität von den Craft Attack-Leuten kommt. Es ist einfach schade, weil wir uns für das Projekt echt ja etwas halbwegs Innovatives ausgedacht haben und uns da auch irgendwo Mühe gegeben haben. Und ja, das ist jetzt halt einfach so eine Sache, die ich gerne mal ansprechen würde. Ich würde gerne Craft Attack Season 2 launchen und ich glaube, da sind auch viele Leute auf meiner Seite. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ihr müsst jetzt mal so sehen, Craft Attack Season 2 bringt einige Vor- und Nachteile mit sich. Vorteil ist erstmal wieder, dass viele Leute wieder aktiv sind. Nachteil ist halt, dass wir im neuen Snapshot spielen werden, das heißt, dass diese Welt leider weg ist. Macht aber nichts, wir wollten ja sowieso was Neues starten.
Jetzt ist halt die Frage, generell die Stammgruppe, wie machen wir das dann wieder, holen wir wieder neue Leute rein? Und das ist halt jetzt halt die Frage, wo wir uns noch überlegen, wen wir da wieder in die Stammgruppe reinholen, wer dann wieder neu dazukommt, gehen alte Leute raus. Das ist halt alles so eine Sache, die muss irgendwie noch abgeklärt werden. Und dementsprechend geht das gerade nicht so wirklich voran. Ich bin aber auf jeden Fall der Meinung, dass Craft Attack Season 2 unausweichlich für mich ist, weil ich bin der Meinung, dass Craft Attack Season 2 definitiv kommen wird und ich mich auch unheimlich darüber freue. Ihr könnt mir das hier einfach mal in die Kommentare mit einem Kommentar oder einem Daumen zeigen, ob ihr darauf Bock habt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist halt so, dass wir den neuen Snapshot spielen wollen und damit auch wieder ein bisschen Aktivität ins Projekt holen möchten. Es sind halt Leute dabei, die leider im Moment fast gar nicht aufnehmen oder auch noch nie wirklich aufgenommen haben, die tatsächlich im Projekt drin sind, man glaubt es kaum. Und ich brauche jetzt auch keine Namen nennen, das ist ja egal, wer das ist, ist halt schade drum. Und ja, viele Leute sagen sogar schon, dass das Projekt im Moment eine Pause hat bis zum bis zur Season 2, was nicht der Fall ist. Also es wird ja immer noch von ein paar Leuten gespielt. Es ist halt so blöd, sag ich mal, dass jetzt viele Leute sagen, Craft Attack, nee, kein Bock, ich spiele halt erst wieder ab Season 2. Und genau da kommt ihr ins Spiel und ihr könnt jetzt quasi mal so ein bisschen mitentscheiden. Wollt ihr eine neue Season? Ja, nein. Einfach mal via Kommentar, Daumen, bewerten bitte. Und diese Rede war so schön, dass wir einfach die ganze Zeit nichts gesagt haben. Das ist wirklich so. Ich bin ein bisschen stolz, wow! Dass ich einfach die Fresse gehalten habe. Alter. Weißt du, und schon schreit er wieder rum. Dieser scheiß Klängen direkt. Nee, es ist nervig. Es ist einfach schlimm mit diesem Jungen. Der hält einfach nicht die Fresse. Und uns auf. Revi will mich boxen, aber Gamescom hat er gesagt. Ja, mit den Fäusten. Du Wichser. So, was mache ich denn hier in die Ecke? Ich glaube, ich mache hier so einen kleinen Tisch hin. Du wolltest mir noch irgendwas geben dafür, dass ich dir mein ganzes Leder geopfert habe. Ja, tatsächlich. Warte, komm mal her. Zieh mal deine Hose aus. Oh, da ist eine Hinsel. Zieh mal deine Hose aus. Warte, ich gebe mal deine Hose. Zieh deine Hose aus, okay? Was machen die da? Und jetzt möchtest du deine Belohnung dafür haben, dass du mir das Leder gegeben hast, okay? Ja. Ich habe einmal deinen Penis gezogen. Ich hoffe, das reicht. Das ist heftig, ne? War das auch schön? Ganz gewesen. Ich habe nicht mehr so viele, tatsächlich. Ich musste nochmal neue Farben gehen. Ich guck mal ganz kurz, wie viel ich noch habe. 17, Alter. Wenn ich 18 hätte, würde ich dir einen geben. Aber bei 17 ist... Ja, du musst halt mal so sehen. 17 sind halt nicht viel. 18 ist halt einer mehr. Ich habe 59, geil. Ja, dann gib mal dem dafür eins. Ich habe noch zwei, verdammt. Was, nö? Was? Boah, du kleine Mistgeburt. Hast du wieder kein Schwert? Hör auf. Hör doch auf, ich will keinen Krieg. Deine Fresse. Ja, dann kämpf halt nicht gegen mich. Ich geh doch weg, ich will dich nicht boxen. Wehr dich jetzt nicht. Hör doch auf. Wehr dich doch jetzt nicht. Du, wenn du mich jetzt einmal boxst, ne, dann töte ich dich. Hör doch auf, mich zu boxen. Okay, du wehrst dich jetzt nicht. Krieg. Fairer Kampf, Mann gegen Mann. Nein. Komm, fairer Kampf. Revi. Komm, ich hab dir nichts getan. Ich habe dir nichts getan. Das war Notsituation. Nee, ich hab dich gerade nicht angegriffen. Klängen, wenn du meine Sachen jetzt aufgesammelt hast. Nein, da liegt alles. Klängen. Aber ich könnte ein paar von deinen Diamanten gebrauchen. Ich renn mal durch, okay? Skate, einfach alles ab. Skate. Junge, ich hab nichts genommen. Ich hab Skate, genommen. Nein, Skate, nein. Böse. Nein. Gib das zurück, du Penner. Skate. Ich Diamantsachen anziehen. Ja, okay, hier. Ja, jetzt chill. Nix ist zurück. Jetzt hör auf. So, Klänge, und du entschuldigst dich jetzt. Ich will nicht Geh da rein. Ich will nicht den Weg. Geh da rein. Ja, warte. Geh da rein. Ja, ist ja gut. Aua. Bleib da stehen, bis du tot bist. Dann sterbe ich, aber das dauert ewig. Kleiner Nazi, jetzt stirb, los. Nein, da muss er zurücklaufen. Jetzt nein, Gott, wie alt. Revi, hör doch auf. Da, schon wieder. Schon wieder. Warum? Warum? Ich wollte eine themenbasierte Folge und du hast wieder so einen Stress. Gib mir meine Rüstung zurück, du Wichsknüppel! Ich hab doch gar nichts! Du greifst mich die ganze Zeit an! Du bist ein dummes Kind, bist du! Ich hab zu Recht gesagt, dass du ein Spast bist! Achso, ich hab ja noch deine Rüstung an. Hör doch auf! Geh weg! Hab ich jetzt gar nicht bemerkt. Ja, du hast alles von mir wieder, wenn du mal durchläufst. Immer boxt er mich. Revi, deine Sachen liegen hier, ich zünd sie gleich an. Mann, jetzt gehst du wieder auf mich drauf, du Arsch. Da, was mach ich, was mach ich? Du boxst mich. Da, schon wieder, ohne Witz. Klängern, es ist keine Konfliktlösung mit dir möglich. Es ist einfach unmöglich, mit dir eine Konfliktlösung zu finden, weil in deinem Gehirn einfach... Was ist mit dir? Revi hat einfach Halluzinationen. Ich werde mit Items gib das. Schreibt Revi Halluzinationen in den Chat. Gib das! Jetzt, zurück!
Doc! Nein! Thomas! Ich sterbe! Hör doch auf! Zugriff, okay, es reicht, es reicht, es reicht, es reicht. Hör auf! Es gibt Zugriff. Skate, mach mal! Zugriff! 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 Nein! Zugriff! Zugriff! Oh, ich stehe einfach nur und lache. Geh klar, nein! Oder? Geh weg! Mann! Geh doch weg! Yeah, wie er zerplatzt ist. Kleine Missgeburt, ohne Witzlängen. Warte ab, in der nächsten Folge Craft Attack bist du nicht mehr dabei, mein Freund. Oh, Rewe, ich will doch... Mach doch Frieden! Nein, du hast angefangen. Du hast... Oh, alle Zuschauer sehen, dass du das warst. Du hast angefangen. Alle wissen, dass du es warst. Schreib Rewe hat Halluzinationen, wenn ihr denkt. Deine Mutter hat Halluzinationen. Eigentlich wolltet ihr gerade klären, wer mir jetzt meine Diamanten gibt. Hallo. Der Penner hier, verpiss dich. Raus aus meiner Stadt. Raus. Ich geb den dir, wenn du aufhörst. Ich will kein dir. Raus aus meiner Stadt. Los, raus. Du hast Hausverbot. Du hast jetzt Hausverbot, mein Freund. Du gehst jetzt raus aus Craft Attack. Aus Marktown hier. Und dann aus Craft Attack. Und dann bringst du dich um. Hier, da steht's doch. Klängern Hausfair. Brrr. Mann! So, da steht's. Klängern raus. Voll der Nazi. So, voll gemein. Raus jetzt, Hausverbot. Raus. Klängern. Raus. Geh zurück in. Nein. Kläng. So, hier ist die Hausverbotswand. Hausverbot. Klängern. Warum? Warum provozierst du immer weiter? Warum klängern? Warum? Ich will doch nur in Frieden leben. Ich hole jetzt, meine richtige Rüstung, mein starkes Schwert, natürlich dich, das reicht mir. Nein! So. Könnt ihr mit dabei einen Diamanten mitbringen? So? Oder ein paar? So. Rewe, hör doch auf! Rewe, hör doch auf! Klängern, Alter. Es reicht. Ich mach doch gar nichts! Was hast du gerade zu Marc gesagt? Was? Ich mach... Du kleiner Spacko, ey. Du wirst richtig sterben, ey. Bleiden wirst du. Wow. So, meine Freunde, es tut mir leid, dass ich so viel rumgeschrien habe. Es musste mal jemand durchgreifen bei dem Kind. Erzieherisch ganz schwieriger Fall, ja. Wir kommen jetzt einfach wieder zurück zum eigentlichen Thema. Ich wollte ja, wie gesagt, was hier meine... Vor 10 Minuten hat er was drüber gesagt. In meiner Wohnung machen, hier im Haus und... ja, Freunde, mich würde einfach mal interessieren, was sagt ihr zu einem neuen Craft Attack, zu einer neuen Season Craft Attack? Ich habe es ja eben schon mal kurz angesprochen, bis dann ein gewisser jemand einfach ausrasten muss und auf ihn losgegangen ist. Nix habe ich gemacht. Gut, ich bin unschuldig, wir wissen alle, wer das war, aber okay. Freunde. Ungespielt war's. Richtig. Ja. Abschließend kann man einfach nur sagen, Klänger, das ist Spaß und das müssen wir alle akzeptieren. Gemein. Nee. Mm. Nee. Und wer gibt mir jetzt meine Diamanten? Hallo, hier, hallo. Ja, Klänger. Das haben wir doch jetzt geklärt. Klänger hat mehr Diamanten als ich, also gib der die. Gib dir sogar ehrlich einen, ey. Gib drei. Also nur einen, ey, das war... Gib drei. Mindestens fünf. Wer hat meine Wolle geklaut? Klängern. Klängern. Gar keine Wolle. Klängern. Das ist ja nur einer, wir haben von fünf geredet. Du hast meine Wolle gestohlen. Arsch. Rewe. Klängern. Jetzt reicht's mir. Es reicht, Klängern. Du hast jetzt eine Möglichkeit, dich zu entschuldigen. Entschuldigung. Sag Entschuldigung, großer Großmeister Rewe. Sag Entschuldigung, großer Großmeister Rewe. Entschuldigung, ja. Großer Großmeister. Und jetzt knie dich hin und bete diese Blume an. Voll die geile Blume, Alter. Bete die an, los. Weiter. Oh, Blume, ja. Jetzt. Du musst stehen bleiben. Das ist der Trick. Bleib auf deiner Stelle stehen. Das ist das Feuer der Reinigung. Jetzt geht das Feuer der Reinigung. Bleib da stehen, bis du stirbst. Oh ja, oh ja. Ich du wirst natürlich gereinigt. Er stirbt nicht, weil ich hab volles Leben. Boxt er mich einfach? Schon wieder. Da, du hörst immer. Creeper! Creeper! Oh! Lol. Ja, chillig. Gut, dass ich gerade eben. Weißt du, ich habe vor der Aufnahme gesagt, nee, ich nehme mal ohne Facecom auf. Mann, da bin gut, ich dass ich eben ein paar, ein paar. Kisten gemacht habe. Klänge, mach mal hier das Loch zu, ja? Hatte ich vor. Das bist du mir voll solidarisch. Wo wir es gerade von haben, mein Zuhause, wenn man das gerade bei mir sieht, wurde nämlich auch so hochgejagt. Das jetzt gerade nochmal vom Creeper. Ich bin heute echt nicht... Freitag der 13. Danke fürs Essen. Freunde, ich würde sagen, da Klänge jetzt die ganze Stadt kaputt gemacht hat, hat er auf jeden Fall das Hausverbot im Markttown. Für immer. Voll unfair. Und soll sich jetzt auch verpissen. Ich werde ihn gleich vom Server bannen, keine Sorge. Und ja... Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dieser Folge haltet und vor allen Dingen, wie ihr das seht mit Craft Attack Season 2, ja, nein.
würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr dazu sagt. Und hey, mein Dia ist weg. Rewe hat den. Richtig, den habe ich. Ich habe den einkassiert, boah, weil wenn weißt ich... Weißt du, ihr bettelt euch und wer stirbt? Ich. Wer mit dem Feuer spielt, der hält seine Schnauze. Boah, weißt du, was ich jetzt Indianer-Regel. Sag? Das hier. Okay. Boah. Boah. Der Junge ist jetzt auch noch suizidgefährdet. Schade drum, aber was soll man machen? Richtig. Aber Freunde. In Craft Tag 2 lebe ich wieder. Und richtig, da würde genau. ich gerne auch bei mir Meinungen sehen. Also, schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu Craft Tag Season 2 haltet. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Es würde dem Projekt auf jeden Fall gut tun. Und ja, in der nächsten Folge werde ich dann wahrscheinlich wirklich mal mich komplett um das Haus kümmern, was ich einfach in jeder Folge sage. Aber aufgrund von unproduktiven Missgeburten wie Clank als Vater, ist es leider so. Sei es mir nicht vergönnt. Gut, Freunde, das war's. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Craft Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und mit einem freundlichen Tüdelü, ihr blöden Wichser. Auf Wiedersehen, verabschiede ich mich in die nächste Folge. Tschüss.